Jamala hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Wow! Und so haben sie abgestimmt. Ein Punkt für Italien, zwei Punkte für Armenien, drei Punkte für die Niederlande, vier Punkte für Bulgarien, fünf Punkte für Australien, sechs Punkte für die Ukraine, sieben Punkte für Österreich, acht Punkte für Schweden, zehn Punkte für Polen und zwölf Punkte aus Deutschland vom Publikum für Russland. Aber es ändert nichts am Endergebnis. Deutschland ist auf dem letzten Platz mit 11 Punkten. Und die Ukraine hat gewonnen, Jamala. Mit dann doch einem kleinen, aber genügenden Vorsprung vor Australien. Fantastischer Erfolg für Damain. Und dieser sehr, sehr ernste Song, in ganz moderner Art und Weise gemacht, hat hier gewonnen. Wow, es war dann doch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ist am Ende doch eine Überraschung. So, während jetzt Jamala auf die Bühne geht, möchte ich mich bei unserem Team bedanken. Ganz besonders an Lukas Heinzer hier oben in meiner Kabine, der auch die Statistiken hier unterstützt hat und die Votes. Und an das gesamte ESC-Team. Thomas Schreiber, Carola Konze, Nina Straube, Thomas Kutsche, Urs Schilke, Steffi Stratmann, Melanie Helmke, Iris Benz, Friederike Pötscher in Hamburg, Sami Kassel und Burkhard Bergermann. Vielen Dank. Und hier ist gleich unsere Siegerin auf der Bühne. Es ist ein langer Weg. Oh, sie ist ja doch sehr, sehr euphorisch. Kein Wunder nach diesem Triumph, der auch noch so spannend entstand. Ja, aber wir haben uns an dieses neue System nun gewöhnen müssen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Natürlich hat man immer mehr Freude, wenn man viele Punkte bekommt. Und hier die Trophäe von Marcel Malouf überreicht an seine Nachfolgerin Jamala aus der Ukraine.